Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang 2 am Fluss der Zeit. Mit wie dem Captain und... Ich muss jetzt mal einen Platz geben, wo es ein bisschen ruhiger ist. Mit mir und meiner letztendlich sehr erfolgreichen Crew. Traviane Precht von den Undergaster, von der Undergaster Geheimgarde. Beziehungsweise, das sind noch die Zeiten, bevor sie zur Undergaster Geheimgarde gehörte. Mit dabei. Und natürlich haben wir Vorgrim wieder mit dabei. Und wir haben Jakon dabei, einen Kampfmagier aus dem Mittelreich. Und natürlich haben wir auch Kuano mit dabei, weil wir... weil wir unseren Hauptkämpfer nicht haben. So. Ja. Deswegen, Kuano hat auch mit am wenigsten Punkte, nur 1662, weil ich ja auf Kuano auch verzichten möchte. Er ist im Prinzip nutzlos, weil wir haben die Position von Kuano eingenommen mit unseren guten Fähigkeiten. So. Was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich wollte... Ich selbst habe Bogen. Ich glaube, ich wollte... Wollte ich ihn hier auf Armbrüste, auf Wurfwaffen bringen? Ich bin mir echt gerade nicht so sicher. Ich werde nochmal schauen. Ja. Auf jeden Fall nichts weiter skillen jetzt quasi. Wir nehmen die jetzt so, wie sie sind. Wir wollten auf das Schiff... Was mit dir eigentlich? Vogt Engel von Radar. Du, dort, Matrose. Gehörst du zu diesem Schiff? Ich muss mit dir reden. Ja? Ich bin zwar kein Matrose, aber vielleicht kann ich dir noch helfen. Worum geht es? Nun gut. Ich suche nach einer Reisemöglichkeit. Das Schiff, mit dem ich ursprünglich fahren wollte, wurde offenbar aufgehalten. Was denn hier los? Macht der Bursche Ärger? Nein, nein. Jarlik, der edle Herr hier wünscht nur eine Überfahrt auf unserem schönen Schiff. Aha. Wohin soll's denn gehen? Mit Verlaub. Mein Name ist Enno von Fardor. Ich war auf dem Weg zum Jagdgut Falkenhag, um meine Aufgaben als dessen Vogt wahrzunehmen. Leider. Verstehe. Wenn ihr uns einen klitzekleinen Moment entschuldigen wollt, ja? Gut. Jarlik, was habt ihr denn? Stimmt etwas nicht? Ivo, im Gegenteil. Ich kenne dieses Gut. Gehört zu einem stinkreichen Adligen. Wenn er der Verwalter ist, ist er alles andere als arm. Bestimmt lässt er sich für eine Überfahrt einiges abknöpfen. Abknöpfen? So, so. Dann lasst ihr besser mich verhandeln. Gibt es Schwierigkeiten? Ach, ich wusste, es würde Schwierigkeiten geben. Es gibt immer Schwierigkeiten. Ach, wie ich diese Verwalterei hasse. Die gibt es in der Tat. Wir müssen die Sache erst einmal in Ruhe besprechen. Hä? Ich dachte wir... Das war abzusehen. Es hätte mich sehr überrascht, wenn auf dieser Reise irgendetwas glatt gegangen wäre. Da mir ohnehin keine Wahl bleibt, werde ich einfach abwarten, bis ihr euch entschieden habt. Okay, gut. Bleibt er jetzt hier oder bleibt er nicht hier? Ich hoffe, er bleibt hier. Ich wollte den doch eigentlich gar nicht ansprechen. Deswegen... Laden wir nochmal neu. Ich wollte doch gar niemanden ansprechen. Weil ich will diese Leute nicht einfach jetzt mitnehmen und noch weitere Quests reinbringen, wenn ich Ardo eigentlich schnell genug zurückhaben will. Und um Ardo zurückzubekommen, muss ich zu den Elfen. Und deswegen, ja, bevor ich irgendjemanden noch anquatsche, laden wir lieber neu. Ja, sowieso auch noch falsch. Bruder Emmeran brauchen wir auch nicht. Ardos Heilung. So. So, jetzt quatschen wir den Typen nämlich nicht an.
Und dann gehen einfach an ihm vorbei. Und gehen aufs Schiff. Die quatschen gar niemanden an. Und doch. Den quatschen wir an. Kapitän Dielbrack. Ich hoffe, dass ihr bald Heilung für Herrn Arm finden könnt. Hier oder an einem anderen Ort. Die Talaria steht zu eurer Verfügung. Gut. Du redest aber sonst nichts, ne? Ach, entschuldigt. Ich rede zu viel. Ach doch. Was kann ich für euch tun? Macht die Talaria bereit zur Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt mir die Karte. Wir wollen in den Elfenwald. Ganz genau. Ach, das tatenlose Herumsitzen an Deck war furchtbar. Finstere Kräfte hatten Ardur in eisernem Griff. Und ich machte mir Vorwürfe. Sollten auch die Elfen keine Heilung wissen, dann würde ich mir einen Schandbart schneiden. Meine Gefährten grübelten nur über diesen Kalkenstein und seine Handlanger nach. Ich hielt mich mit der Vorstellung bei Laune, mit diesen Flusspiraten bald ein ernstes Wörtchen zu reden. Tja, jetzt schauen wir erstmal, dass uns die Elfen hoffentlich helfen. Immer gibt es irgendwas zu klopfen. Dort ist eine geeignete Stelle. Klar zum Anlegen, Männer. Verstanden, Kapitän. Landungsbrücke raus. Achtung! Lasst fallen den Anker. Warum geht ein Kuano vor? Also ehrlich. Psst, ich höre Stimmen. Ah, was zögert ihr, Männer? Wenn wir Elfen sehen, greifen wir sofort an. Diese Grashüpfer werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Nicht so voreilig, Mart Wackernagel. Wir sollten uns diesen Elfen mit Bedacht nähern. Kapitän, wenn wir schnell zuschlagen, sind sie unvorbereitet. Nehmen wir uns die Elfenschätze. Kehrt um, wenn ihr nicht bereit seid, eure Gier zu vergessen. Willkommen ist in diesen Wäldern nur, wer Einklang sucht. Zu eurem Unglück suchen wir was anderes. Ergreift sie! Haltet euch aus unseren Belangen heraus, Menschen! Alle zurück zum Schiff. Ich werde entscheiden, was zu tun ist. Oho. Sanya Batala. Ich grüße dich, Mensch, und deine Begleiter. Mein Name lautet Isaliel Schwingenschlag. Welche Bürde führt euch zu mir, Suchende? Sanya Batala. Nein, du bist kein Tala, du bist eine Elfe. Grüße, ich bin Traviane Precht. Das sind Kuano, Vorgrim und Jakon. Wir suchen Heilung für unseren Freund Hado. Wir werden helfen, wenn wir können. Doch wie euer Freund dringen auch wir mit einer dunklen Bedrohung, die unsere Kräfte beansprucht. Unsere Warnung vor den Piraten kommt wohl zu spät. Sie kamen nicht unerwartet. Aber wir können ihre Wut nicht besänftigen ohne das Friedenslied. Jeder Ton wird zum Missklang bei all dem Schrecken. Menschenkenntnis. Eine andere Bedrohung scheint dich zu belasten. Licht wird durch Sein ersetzt und Schatten regen sich. Was sein wird, geschieht. Verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Nun, was die Piraten angeht, können wir euch zumindest helfen. Handelt mit Bedacht. Ich schicke eine Fee, um nach eurem Freund zu sehen. Wir werden uns beim Saidaba, dem großen Baum, wieder begegnen. Sehr schön. Ich danke dir in Ardos Namen. Auf bald. Höchst bemerkenswert, diese Begegnung. Da die Elfen anderes zu tun haben, als sich der Piraten anzunehmen, sollten wir das an ihrer Stadt tun. Ja, die Piraten. Ich sag euch, die arbeiten zusammen mit diesem Kaltenstein und sind überhaupt schuld an allem. Aber heute kommt die Abrechnung. Und zwar in Gestalt meiner Axt. Richtig so.
Immer langsam, Kurzer. Wir kennen doch die Zusammenhänge gar nicht und wissen nicht einmal, was sie hier wollen. Langsam? Während Ardo stirbt? Die Zusammenhänge, die werde ich schon aus denen rausprügeln. Richtig so. Mit deiner Hau-drauf-Methode werden wir nie herausfinden, was die Piraten mit Mora gemacht haben. Du, Trampel, bleibst besser hier bei Ardo, während ich mich der Angelegenheit annehme. Was erdreistest du, Schurke, dich mir zu sagen, was ich zu tun habe? Es war doch nicht meine Idee, die Baumkuschel zu rufen. Empfange du sie doch, während ich... Lass doch das Streiten, Gefährten. Ihr habt doch zugestimmt, dass ich nun die Leitung unserer Mission übernehme. Dann Schluss mit dem Geschwätz. Lass Taten sprechen. Wo ist der Schleifstein? Ich sehe keine Erfordernis, das Problem mit roher Gewalt zu lösen. Wenn wir unseren Verstand gebrauchen, sollte es ein leichtes sein, erfolgreich zwischen den Parteien zu verhandeln. Was? Warum den Piraten unverdient helfen, wenn wir ihre Ziele geschickt für unsere Zwecke verwenden können? Fex wird einem Manöver der gewinnbringenden Täuschung gewogen sein. Vorgrim, du willst wirklich kämpfen? Quano, welche List brütest du aus? Jakon, was meinst du mit verhandeln? Okay, Jakon, was meinst du mit verhandeln? Es ist wahrscheinlich, dass die Piraten hier etwas Bestimmtes suchen. Dies herauszufinden, ist der erste Schritt, um als Vermittler zu fungieren. Quano, welche List brütest du aus? Wir bieten den Piraten unsere Hilfe an und erfahren dabei dieses und jenes. Nachdem wir sie gegeneinander ausgespielt haben, werden sie verschwinden. Und der Dank der Elfen ist uns gewiss. Das gefällt mir. Bei Angrosch, hör endlich auf zu reden. Diese Flusspiraten werden gegen uns nicht bestehen. Sind doch alle schwächliche Memmen. Ja, das stimmt auch. Gehen wir. Die haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Also sie wollen alle unterschiedlich vorgehen, ne? Die Seeschwingung hat mir die Hilfe der Elfen zugesagt. Allerdings kann sie nichts versprechen, solange sie eigene Probleme, die Kräfte der Sippe beanspruchen. Sie kündigte an, eine Elfe zu schicken, die sich Ardo ansieht. So, andere Quests. Achso, Piraten und Elfen. Löse den Konflikt. Meine Gefährten haben mir drei Wege vorgeschlagen, wie ich den Konflikt lösen kann. Vorgrim will die Piraten im Kampf besiegen. Quano schlägt vor, sie unter ihrem Vorwand Zugang zu ihrem Lager zu verschaffen und dann Unfrieden zu stiften. Die dritte Möglichkeit ist, den Piraten eine friedliche Verhandlung mit den Elfen vorzuschlagen. Wenn wir Mora bei den Piraten finden wollen, müssen wir herausfinden, wo sie ihr Geheimnis versteckt am großen Fluss befindet. Okay, also da haben wir doch schon mal ein bisschen was. So. Für den Fall der Fälle will ich, dass wir im Handumdrehen zum Ablegen bereit sind. Alles an Bord, Hummel? Was ist? Kommst du mit, Vorgrim? Ich muss die Leute wieder neu aufnehmen. Scheiße. Benötigst du meine Hilfe? Ja, bitte mitkommen, Jakon. Und dich brauchen wir natürlich. Ja, bitte? Ja, begleite mich doch vor. So. Könnt auch alle wieder aktiv sein. Defensiver Stil, habt ihr auch noch alle. Ich muss jetzt einfach nur gerade nochmal. Hier. Das? Hier. Ich will mal gucken, ob sie auch alle. Na? Aha. Was? Eine Nahkampfwaffe haben. Ja, haben sie alle drin. Wunderbar. Prima. Gut. Ich muss abspeichern hier. Genau. Und zwar Elfen 1. Elfen 1. So. Was gibt's denn hier? Nettere Einbeeren. Oh, und zwar nicht zu knapp. Mensch. Schick. Eigentlich irgendwas so wie Einbeeren Kräutersichel. Da ist sie doch. Sehr schön. Die nehmen wir doch mal mit. Oh, hier gibt's ja wie blöde Zeug. Aber so richtig. Oh, das ist fett. Vielen Dank.
Also bevor ich noch weitergehe, werde ich jetzt erstmal abräumen, Leute. So, hier hinten geht es dann noch weiter. Was ist das? Ein Wildschwein. Was haben wir hier? Ach, Würselkräuter haben wir hier auch noch, wie blöde. Ja, die nehmen wir natürlich auch alle mit, die Würselkräuter. Da hinten ist noch ein Würselkraut. Wirklich erfolgreich. Was ist das hier? Ein hohler Baumstumpf. Oh, ein Silberring. Ulmenholz? Wer hat denn das Ulmenholz? Ja. Wer kriegt denn das Ulmenholz? Ja. Ja. Ach komm. Kannst du dir nehmen. Oh, Belmart. Oh, fehlgeschlagen. Schade. Haben wir hier noch mehr irgendwo? Oh, Wisselkraut da. Das kann man so schlecht erkennen hier. Wenn ich das auf dem Radar nicht wäre, dann würde ich es total übersehen. Das ist jetzt oben, ne? Ja, das ist oben. Gut, eines ist hier hinten noch. Was ist denn hier noch? Ist hier noch ein Pilz oder irgendwas? Der Pilz? Was ist denn hier noch? Stehen wir direkt drauf? Ach, da ist noch ein Würselkraut. Direkt, wo ich draufstehe. Alles klar. So. So gefällt mir das. Meine gute Dame ist die Beste in Naturkenntnissen. Ja, bitte doch auch, oder? Fähigkeiten. Wildnisleben, Pflanzenkunde, Tierkunde 10. Was? Er hat nichts, er hat nichts, er hat nichts. Ja, genau. Sie ist halt echt top, weil ich sie ja auch top ausgestattet habe. So. So, das war der Weg. Jetzt geht es. Da, ja, ich kann hier hinten rum oder ich kann sogar den Weg da entlang gehen. Da kam die Elfe her. Alle Mimosen sollten es jetzt sagen, wenn sie zu feige sind, diesen Piraten mit gezogenen Waffen gegenüberzutreten. Ach, wir sind uns doch jetzt einig, Dass du dir mit deiner Axt einig bist, ist mir klar. Sie unter einem Vorwand auszuhorchen und dann Unfrieden zu stiften, ist zweifelsohne die elegantere Lösung. Es geht hier nicht um Eleganz, sondern um Ergebnisse. Ja, die der vielversprechendste Lösungsansatz ist der einer Vermittlung, denn alle anderen Möglichkeiten können bei Misserfolg noch immer Anwendung finden. Okay. Naja gut, wir werden dann schon sehen, was wir machen. Oh, Gleichmond. Gleichmond ist auch immer gut. Jawohl. Ich weiß noch wie im ersten Teil. Ich habe mich vollgepackt bis oben hin. Mit allem Zeug. Achso, da oben ist noch was. Gut. Da hinten ist ein Wildschwein. War hier hinten nicht auch noch irgendwas? Ah, genau. Ein Zunderschwamm. Fehlgeschlagen. Da oben sind Trollkröten. Gibt es echt viel Bleichmohn. Warum nimmst du es nicht eigentlich sofort, ne?
einfach immer nur immer diesen Dialogbox aufmachen ist halt langweilig. Sehr schön. Den Zunderschwamm noch? Jawohl, haben wir auch noch gekriegt. Wie war das nochmal? Ich muss zu diesem einen Typen nochmal haufenweise Zunderschwamm bringen. Dann passiert da irgendwas, ne? Ja gut, ob man das überhaupt im Laufe der Geschichte überhaupt machen kann, ist fraglich. Aber wir können natürlich versuchen, ihm so viel Zunderschwamm zu bringen wie möglich, ne? Gleichzeitig brauchen wir noch ein bisschen Zunderschwamm für unsere Flammenpfeile und alles, ne? So, wir nähern uns. Noch tut es uns nichts. Da ist es. Wir müssen ordentlich den Wald abernten. Diese Elfen brauchen das doch gar nicht. Die sind doch eh so mächtig. Guck, da war doch noch einer da unten. Oder ist er wiedergekommen? Was soll das sein hier? Oder hängt hier was am Baum und ich sehe es wieder nicht? Hier soll ein Würselkraut sein und ich sehe es nicht. Da ist es. Gut, aber dann reicht's glaube ich auch, ne? Haben wir hier noch Besteckrüben? Oh, Yoruga-Wurzeln. Das ist schön, dass die klappen. Von denen hat man nämlich nur selten welche. Die werde ich auch aufheben müssen. So, was haben wir dort jetzt? Ein Wildschwein. Und es greift uns an. Und wir greifen es auch an. So. So. Ja, das hat nicht viele Lebenspunkte. Zack. Fertig ist es. Wir nehmen das. Ach nee, nicht das Schlossermesser. Habe ich nicht das Fleischermesser auch irgendwo? Habe ich das schon? Oder. Ach, das habe ich nicht gekriegt. Das ist im. Glücksbringer. Ah, das. Das habe ich noch nicht, ne? Da müssen wir es ohne machen. So, was haben wir hier hinten noch? Conchinis. Oh. Sehr schön. Diese Pflanzenwelt ist doch echt genial. Guck mal, Conchinis. Noch mehr. Oh, was haben wir hier? Dachse, Trollkröten.
da unten. Kommt man da unten irgendwie hin? Hätte man da lang gehen können, da hinten? Nee. Da hinten ist bloß so Kraut. Ja, das ist... Das hätte man echt auffälliger machen müssen. Das war wahrscheinlich auch Sinn und Zweck, dass man die nicht einfach sieht, damit man den Skill braucht. Je höher der Wildnislebensskill ist, desto eher sieht man es ja auf dem Radar, ne? Und desto mehr sieht man auf dem Radar. So, jetzt sehen wir mal, da drüben sind jede Menge Kröten. Da geht es bestimmt auch irgendwie nochmal hin. Also hier kommen wir jedenfalls nicht hin. Das heißt, von da oben kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal rüber. So, irgendwie eine Sache habe ich hier noch stehen lassen. Keine Ahnung, wo die ist. Direkt vor mir war was. Hab ich jetzt übersehen? Da. Okay. Habe ich... Oh, und da ist noch eine Yoruga-Wurzel. Die habe ich auch übersehen. Stimmt. Naja, und dann gehen wir mal weiter mit dem Quest. Da, eine ganz fette Yoruga-Wurzel. Oder ist die frisch dazugekommen? Jawohl. So. Okay, gut. Damit haben wir zumindest mal diese Sachen hier erledigt. Und hier ist auch keine Kiste drin mehr. Also das heißt nicht mehr, ne? War hier oben eine Kiste? Manchmal ist auch eine Kiste hier in irgendwelchen Büschen versteckt. Aber ist hier nicht. Okay. Manchmal, sagte ich, ne? Manchmal. So. So, wo geht's hier lang? Hier sind ein paar Tierchen, ein paar Hirsche, die uns nichts tun. Gibt es noch mal ein bisschen Würselkraut. Wunderbar. So, zack, zack, zack. Und, hier geht's rüber. Elfenbaum. Da geht's zum Elfenbaum. Und da gibt es ein Labor. Höchst interessant, einmal dieses meisterhafte Konstrukt magischer Baukunst mit eigenen Augen zu sehen, statt nur in staubigen Büchern davon zu lesen. So! Komm, Paulin, mach den platt. Sehr schön. Jawohl. Ich würde sagen, dahin. Oh, da sind noch Elfen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter und helfen euch, den Elfenbaum ein bisschen zu befreien von diesem Ungestüm hier. Bumm, und wieder 4 Erfahrungspunkte. Ja. Sehr gut. Und wieder Kieferwerkzeuge. Was haben wir hier noch? Hier gibt es noch irgendwas zu nehmen. Ja, ein bisschen Belmat. Ein bisschen Belmat muss sein. Die haben ja echt viel, ne? So.
Und das ein friedlicher. Okay, es gibt friedliche Hirschkäfer und es gibt nicht friedliche Hirschkäfer. Haben wir hier eine Yoruga-Wurzel. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Elfen und werden mit denen quatschen. So, ist das hier? Da kann man nicht rein. Ja, wo bist denn du, Elfe? Alari Quellensilber, irgendwas? Ja, wo bist denn du? Da ist eine Yoruga-Wurzel. Gerade eben war doch noch eine Elfe hier. Oh, jetzt sind es mehrere. Und das sind... Oh, das sind schwächere. Die kriegen wir aber auch gut weg. Ne? Und wir nehmen die nächste. Immer schön gemeinsam auf einen, damit die schnell weg sind. Oh, beeilt euch. Oh, komm mal, Stufe 5 erreicht. Gut. So. Noch sind wir alle relativ problemlos hier, ne? Jeweils Wunden. Aber die haben wir jetzt auch weggekriegt. So, wunderbar. Wie machen wir denn das jetzt mit den Wunden? Hier. Genau. Aber passt doch. Müssen wir erstmal den Elfenbaum hier befreien. Okay, fehlgeschlagen. Schade. Danach gucken wir uns auch wieder fehlgeschlagen. Okay. Häutbar. Die können sagen, jetzt hat es geklappt. Der dann noch. Dann haben wir alle vier. Wo ist denn jetzt die Elfe? Ist die eigentlich jetzt länger irgendwo? Okay, Vorgrim. Vorgrim hat Stufe 5 erreicht. Jawohl. Mhm. Über 2000 hat er jetzt auch. Sehr gut. Gut. Ich glaube, der kann die Punkte erstmal behalten. Ja, wie? So. Der ist auch noch friedlich. Wo geht's hier lang? Ups. Ein Stinkmarder kommt an. Jawohl. Haben wir ihn erwischt? Ein Braunbär. Ja. Solange er nicht so viel Schaden macht. Und hopp, hopp, hopp.
Sehr schön. 10 Abenteuerpunkte. Reiserische Zähne, sehr gut. So, wie geht's denn da jetzt weiter? Geht's hier irgendwie durch? Okay. Wasserfälle, da geht's angeblich hoch, aber ich sehe nichts. Diesen Hirschkäfer. Wo ist jetzt das Yoruga-Wurzel? Ach, da ist er. Hier ist nirgendwo wer. Hier sind nur friedliche Hirschkäfer. Ach so, wahrscheinlich bei den Bäumen irgendwo oben, ne? Die sind in den Bäumen oben, ne? Wahrscheinlich deswegen. So, was haben wir hier? Hier gibt es einen Weg auch. Ach, oben durch die Bäume, stimmt. Ja, das heißt, ich muss wirklich oben auf die Bäume drauf kommen. Wie komme ich denn jetzt auf den Baum drauf? Komme ich hier irgendwo den Baum hoch? Komme ich irgendwie den Baum hoch? Hier. Hier geht's. Ah. Schnellreisebaum und Elfenbaum freigeschaltet. Sehr schön. Da ist Mandala Krallentanz. Bleib bitte stehen, wir wollen dich bestehlen. Flusskäse, Gummer, Kräuter. Komm, alles mitnehmen. Und jetzt reden wir mal mit dir. Ich bin Mandava Krallentanz. Wer du bist, weiß ich. Ah. Ich biete dir einen Tauschhandel an. Was hat es mit diesen tierhaften Wesen von Elfen auf sich? Ja, und ich bin schon wieder weg. Ich biete dir einen Tauschhandel an. Sicher. Sicher. Woran hast du Interesse? Waffenbalsam würde ich mir gern einmal näher ansehen, falls du welchen hast. Ansonsten habe ich gerade Appetit auf Nüsse, jedoch nur Äpfel und Quellwasser da. Ich biete dir einen Tauschhandel an. Sicher. Wann hast du denn? Waffenbalsam würde ich mir gern einmal näher ansehen, falls du welchen hast. So, genug getauscht. Ansonsten habe ich gerade Appetit auf Nüsse, jedoch nur Äpfel und Quellwasser da. Hä? Habe ich jetzt irgendwas weggegeben? Waffenbalsam? Brandsalbe? Egal. Friedlicher Stinkmarder. Ah, hier ist noch jemand. Vogelfedern und nochmal Kräuter. Oh, du gehörst nicht zu meinem Volk. Ich glaube, es ist nicht gut, mit dir zu sprechen. Oh, oh. Mensch. Deine Geschwister sprechen doch auch mit mir. Ja? Nun, haben wir denn etwas, worüber wir sprechen können? Ja. Eine Frage hätte ich da schon noch. Was ist es denn? Was? Kannst du mir etwas über diesen Baum erzählen? Ja. Ja. Der ist doch nicht zufällig so gewachsen, oder? Nein. Nein.
schweigen und abwarten. Es liegt in meiner Verantwortung, ihn zu formen. Ich muss auch einen Elfen finden, an den ich das Wissen weitergeben kann. Mehr gibt es nicht zu sagen. Er formt den Baum. Mhm. Astwandler, deswegen heißt er ja auch so. Eine Frage hätte ich schon noch. Was ist es denn? Was, wenn du stirbst, bevor du einen Nachfolger hast? Das wird nicht geschehen. Wir Elfen sterben erst, wenn wir unser Lebensziel erreicht haben. Außer wenn... Ich will nicht darüber nachdenken. Geh weg. Ich will nicht drüber nachdenken. Eine Frage hätte ich da schon noch. Was ist das? Was ist es denn? Das wird nicht geschehen. Okay, das haben wir schon alles. Ich höre schon auf zu fragen. Gott. Was haben wir hier? Ein Weidenkorb. Ist da was drin? Kräuter. Oh, Baum. Bauschtuch. Komm, nehmen wir alles mit hier. Wir klauen erstmal die ganzen Elfen. Anleitung: verbesserter Seelenbogen. Verbesserter Seelenspeer. Verbessertes Seelenmesser. Sehr gut. Benutzen. So. Jetzt gucken wir gleich mal in unser Rezeptbuch. So. Verbesserter Seelenbogen. 1W6 plus 4, 0 Kampfrunden. Seelenbogen des Iyama. Mhm. Wer hat denn den Seelenbogen des Iyama? Kann ich den herstellen? Nee. Schmied. Verbesserter Seelenspeer. Okay. Verbessertes Seelenmesser. Mhm. Effekt AT1. Nur Elfen. Was hat der Seelenbogen? Drei Heiltränke, okay. Mhm. Wer hat denn diesen... Du hast einen Langbogen? Was? Du hast einen Langbogen? Ja. Was? Und du hast Wurfbeile. Du hast einen Langbogen mit einer Kampfrunde. Mhm. Da hast du halt mehr Wumms drin, ne? Wendeler Sonnenhauch. Ei? Oh. Verdammt. Ich würde gerne dich beklauen. Misslungen um 15 erschwert. Ah, jetzt. Kräuter und ein paar Flusskiesel. So. Reden wir mal mit Wendula Sonnenhauch. Sanyasala Feyama. Es ist schön, ein Gesicht zu sehen, das ebenfalls nicht von hier stammt. Dann kommst du nicht von hier? So ist es. Meine Sippe hat mich auf einen ungewissen Weg gesandt. Ich verweile hier nur kurz und setze dann meine Suche fort. Was ist denn das Ziel der Suche? Vielleicht kann ich helfen. Es tut mir leid, aber es ist mir nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Nur so viel. Es handelt sich um ein sehr altes, hochelfisches Artefakt. Aber wenn ich es sehe, kann ich es nicht erkennen und euch folglich auch nicht geben. Und dann wäre meine Suche vergebens. Nun dann, ich suche eine Waffe der Hochelfen. Meine Sippe möchte sie sicher verwahren, um andere Elfen vor seiner schlechten Ausstrahlung zu schützen. Okay. Ich werde die Augen offen halten. Sehr gut. Ein Weidenkorb. Waldelfenstiefel.
Linkes Bein, rechtes Bein. 2, 2. Sehr schön. Eine Elfenrobe. Sehr schön. Die Elfenstiefel ziehen wir mal gleich an, ne? Geschnürte Lederstiefel. Ja. Wanderstiefel. Behinderung 01, okay. Bitte? Halbschuhe. Vielleicht kann er damit was anfangen. Ja. Mhm. Die haben gar keine Behinderung. Ja. Wanderstiefel, Behinderung auch 01. Selbst er hat einen Langbogen. Ach, alle sind sie auf Langbogen, alle sind sie auf Bogen gegangen, ne? Stimmt. Kann von diesem Geschlecht nicht getragen werden, okay. Überschüssiges Zeug kriegt er. Hm? Elfische Badekräuter. Effekt, Status, Entfernung, fauliger Gestank. Ah. Die normalen Kräuter, wohlriechende Teekräuter. Vogelfedern. Bausch. Sehr wertvoll und selten. Okay. Elfische Badekräuter. Ja, ist ja gut. Du musst nicht durch die halbe Gegend latschen jetzt hier. So. Ja, du musst auch nicht immer zu mir gucken. So, dich beklauen wir auch nochmal. Finden wir hier noch irgendwas vorher? Ah ja, hier geht's rüber. In diesen Wald da noch rein. Oh, der Nebelrufer. Den können wir auch nochmal beklauen. Ha! Mir etwas zu stibitzen, das schafft keiner. Aber ob die anderen auch so aufmerksam sind? Probiere doch mal 5 Elfen je eine Feder abzuluxen. Okay. Da ist es misslungen. Und oh, und ich habe noch einen Glückssegen. Okay. Na? Shit, das war der letzte Glückssegen. Zauber, das bessere Angebot. War das er? Nee, wo war der Glückssegen? Hier der zweite, ne? Wenn der Anzahl von Proben würde geweiht, der zweite, ne? Ach nee, ich muss, wo sind die Segen? Ah, ich habe jetzt sogar 10 Glückssegen. Alles klar. So, schaffen wir es jetzt. Jawohl. Noch eine Feder.
Gut. Was? 5 Federn, hat er gesagt. Ich habe jetzt 3 Vogelfedern. Okay. Dann machen wir das nochmal. Dir können wir nochmal was abnehmen. Damit haben wir 4 Federn. Okay, irgendwo ist noch eine, ne? Ach so, drüben auf der anderen Seite, ne? Ach, da oben. Es geht noch irgendwie rauf, oder? Kann ich nicht rauf? Aufgang. Ach, der Aufgang ist zu. Ich kann noch nicht weiter rauf. So, und reden wir mal mit ihr? Ja, Menschenkind? Woher wusstet ihr, dass die Piraten kommen? Wer dem Flüstern des Windes lauscht und sich von ihm tragen lässt, der sieht weiter als das Auge. Du sagst, dass ihr die Piraten erwartet habt. Kennt ihr ihre Absicht? Nicht der Wind allein war es, der ihr Schiff an diese Ufer trieb. Ich habe Gier gesehen und Angst. Es bringt sie dazu, uns nur mit der Sprache ihrer Waffen zu begegnen. Wenn ich ihnen begegne, werde ich sie zur Rede stellen. So, wer bist du? Eulenflug? Sei willkommen. Ich bin Linven Eulenflug. Gern werde ich mein Wissen mit dir teilen, wenn du es möchtest. Welche Art ist denn dein Wissen? Ich kann dir von Geschichten singen, deren Klang dich berauschen wird. Willst du eine Waffe führen, mit der du eins bist, kann ich dir helfen, sie zu formen. Oh, schön. Ich lerne immer gern dazu. Eine erfreuliche Haltung. Möchtest du deine Fähigkeiten schulen, meine Materialien betrachten oder etwas über das elfische Wesen lernen? Lehre. Ich will meine Talente ausbauen. Ah, sehr schön. Es gibt hier was Neues. Es gibt gezielten Schuss. Ach so, nee, die haben wir ja schon. Es gibt Scharfschützenfähigkeit. Der Fernkämpfer verwendet mehr Zeit. Rüstschutz wird ignoriert. Plus eine Wunde. 300 Steigerungspunkte. Pfeilhagel, Ausweichen. Und Zauber. Mhm. Kulminatio Kugelblitz. Mhm. Fechtwaffen, Speere, Bögen. Ich habe aber auch fast gar kein Geld, ne? Soll ich mir den Scharfschützen kaufen oder nicht? Den brauchte ich, glaube ich, sowieso, oder? Ich muss mal gerade die Tabelle hier angucken. Ich glaube, der Scharfschütze wird sowieso benötigt, um Meisterschütze zu werden. Schadenspunkte mal 2, Rüstschutz ignoriert, plus 2 Wunden. Okay, ich werde ja noch eine Weile, glaube ich, hier sein, um zu lernen. Werde das jetzt nicht unbedingt direkt machen müssen. Sammeln wir erst noch mal ein paar Punkte. Können wir auch noch mal gerade gucken. Die Sonderfertigkeiten. Du hast im Fernkampf gezielter Schuss.
Ja, Scharfschütze, Meisterschütze. Ich glaube, Pfeilhagel, zwei Pfeile werden abgeschossen. Ausweichen minus 4, zwei Pfeile. Scharfschütze ist halt ein gezielter Schuss mit Wunde. Und das ist ein gezielter Schuss mit zwei Wunden. Ja. Du bist auch auf Bögen. Bitte? Du bist gar nicht auf gar keine Fernkampfwaffe. Ja. Und du hast die Wurfbeile, weil du... Ja. Weil du das E hast. Ja, genau. Und Ado kann das ja gar nicht, ne? Das heißt, ich könnte im Prinzip... Ja? Hast du jetzt eigentlich 300 auch über? Nein, du hast nur 200 über. Das heißt, du kannst es eh noch nicht lernen. Ja gut, dann brauchen wir es auch noch nicht. Wenn er es auch noch nicht lernen kann. Mir fehlt noch ein Elf, ne? Ich möchte 5 Federn haben. Jetzt habe ich 5 Federn. Also, von wegen. Das bringt nichts. So, reden wir mal mit dir. Sanyasala Thala. Willkommen. Ein Rosenohr auf unserem Baum ist wahrlich ein seltenes Ereignis. Ein Rosenohr? Ich würde gerne etwas mit dir tauschen. Ja, das können wir machen. Was interessiert dich? Kannst du 4-blättrigen Klee oder glatte, runde Steine finden? Die sind so schön. Dafür gebe ich dir scharfkantige Steine oder Gänsefedern. Ja, ich würde dir gerne... Ja, das können wir machen. Danke, das reicht mir. Haben wir jetzt was getauscht? Pluskiesel habe ich doch. Komisch. Dann reden wir mit dem Nebelrufer. Bist du der Mensch, von dem Isaliel erzählt hat? Wie heißt du? Was machst du hier? Ich bin Traviane Precht und versuche hier Heilung für meinen Freund zu finden. Ich werde nach Zeichen Ausschau halten, was die Zukunft für deinen Freund bereithält. Wenn ich dir sonst noch helfen kann, sag es. Über meine herausragende Fingerfertigkeit, um diese 5 Federn habe ich deine Schwestern erleichtert. Kein leichtes Spiel. Dann können deine geschickten Finger sicher auch etwas aus diesem schönen Holz machen. Ist sonst noch was? Würdest du etwas mit mir tauschen? Ja, zeig mal. Was soll ich dir zeigen? Hast du schöne weiche Felle für den Winter? Vom Wildschwein oder Wolf? Ich gebe dir dafür Lederbänder. Okay, danke für den Tausch. Sei gegrüßt. Über was willst du sprechen? Wäre schön, wenn du mir eine Frage beantworten könntest. Das kann ich ganz bestimmt. Erzählst du mir etwas über Isaliel? Um sie zu verstehen, müsstest du erst 100 Jahre mit ihr verbringen. Sie ist gar nicht so hartherzig, wie es den Anschein hat. Denn sie tut nur alles, um uns zu schützen. Okay. Was du nur aus den Überlieferungen deiner Vorfahren kennst, hat sie vor Hunderten von Jahren selbst miterlebt. Die Dämonenschlacht zwischen dem Varadioi, der sich selbst Borbarat nennt, und seinem Bruder Rohal. Danach die Magierkriege. Offenbar hat sie viele negative Erfahrungen mit menschlicher Magie gemacht. Doch statt vor diesen Schrecken zu fliehen, versucht sie, anderen das Leid zu ersparen, das sie selbst erlebt hat. Ihr Zauber war mächtig genug, den Einfluss des Zertauberer aus der Ruine von uns abzuhalten. Okay. Es wäre schön, wenn du mir eine Frage... Hab Dank, dass du dein... wenn eine Frage... Das kann ich ganz bestimmt. Warum fordert Linven mich ständig zum Zuhören auf? Es liegt in seinem Wesen. Was er weiß, will er an andere weitergeben. Seien dies Elfen, Menschen oder gar Zwerge.
Er singt die Legenden, um das Wissen zu bewahren. Er sagt immer, wer ein guter Lehrer sein will, muss auch ein guter Schüler sein. Deshalb beobachtet er sehr genau, was man ihm zeigt, um es selbst nachahmen zu können. Er kann dich viel lehren. Okay, das kann ich ganz bestimmt. Warum guckt ihr ständig in die Luft? Wir beobachten die Wolkenbilder, denn sie verraten, was uns erwartet. Auch das Lied der Tiere und die Art, wie der Wind das Gras niederdrückt, erzählen uns vom Befinden dieses Ortes. Manch einer würde das als Aberglauben begreifen. Du meinst Menschen, die stattdessen lieber vor Wesen knien, die nicht einmal in dieser Welt leben? Manche Elfen glauben auch, dass Zwerge Holz unter die Erde schaffen, um sie eines Tages anzuzünden. Ja, noch eine das Frage. Kann ich ganz bestimmt. Hab Dank. Okay. Hat er mir jetzt Holz gegeben oder was? Oh ja, er hat mir eine Steineiche für die Federn gegeben. Ja, cool, gut. Hat sich's also gelohnt. Ach, du bist es wieder. Was hat es mit den tierhaften Wesen von Elfen auf sich? Du meinst sicher die Seelentiere. Was genau verstehst du nicht? Woher wisst ihr, welches euer Seelentier ist? Es kommt der Tag, an dem wir es finden, und es findet uns. Wie die Erkenntnis, was unsere Aufgabe im Leben ist, erkennen wir unsere Bestimmung in unserem Wesen. Jedes Sippenmitglied hat in der Gemeinschaft seine Aufgabe. So wie jedes Tier in der Natur seine Aufgabe hat, mit der es für Yamanda sorgt, das Lied des großen Ganzen. Danke für die Antworten. Halt, ich... Ach, du bist es wieder. Nee. Mehr war dann nicht. Okay. Dann war das schon alles, ne? Also, irgendwie wollt ihr scheinbar nicht mehr, ne? Okay. Wie dem auch sei, wir machen eine kleine Pause. Helfen 2. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, sagt der Captain.